Hallo und herzlich willkommen im unteren Bezirk. Hallo. So viele wichtige unbeantwortete Fragen, so wenige Katzen. Verflucht sei diese Stadt mit ihrer Intoleranz gegenüber Tierquälereien. Ibi? Intoleranz gegenüber Tierquälereien? Hallo? Will er mich auf den Arm nehmen? Habt ihr schon gehört? Die Gießerei steht still und keiner weiß warum. Ja, wir sind auf dem Weg, um das herauszufinden, was es damit auf sich hat. Wir müssen natürlich mal wissen, was es mit dieser Gießerei so auf sich hat, ne? So, was habt ihr? Oh, schon wieder. Anjali? Halt da. Moment. Momo. Moment. Kauf mal. Ja, kauf mal. Oder ist das besser hier? Nee, kauf mal nicht. Nö. Okay, so, dann werden wir es mal anziehen, ne? Und ja, hier, bitteschön. Dankeschön. Bitteschön. Dankeschön. Hä, was ist denn das? Noch neu hier. Nee. Dann können wir eigentlich wieder das, den anderen Klimperer Bims verkaufen, ne? So. So, ich habe jetzt einfach verkauft. Wir haben ganz schön jetzt eingekauft. Müssen wir jetzt mal durch. Ich hoffe, wir sterben nicht. So, zwischendrin. Wie ruhig es hier ist, jetzt wo alle Maschinen stillstehen. Ich frage mich, was in der Gießerei vor sich geht. Ja, wir sind ja schon auf dem Weg. Nur keine Hektik hier. Alles klar, Junge? Aha. Eine Rope. Wo geht's eigentlich hier hin? Wir gehen trotzdem mal hin. Schon allein, weil es da einen Speicherpunkt gibt. Den nehmen wir mit. Moment, was ist das von hier? Ach, das sind noch Auftraggeber. Die nehmen wir noch mit, ne? So, mein Freund, was willst du? Hey da, Mensch! Habt ihr eine Sekunde? Wisst ihr, ich habe diese Automatoiden gebaut und er, naja, er könnte vielleicht durchgedreht sein. Vielleicht. Vielleicht könntet ihr mir einen Gefallen tun. Es wäre wohl im allgemeinen Interesse, wenn er aufgehalten werden könnte, ohne die örtlichen Behörden mit einzubeziehen. Das Letzte, was ich brauchen kann, ist, dass die Marke Schweißzahn ihren makellosen Ruf bezüglich ihrer Sicherheit verliert. Was für ein Name ist denn Schweißzahn? Technologie ist 10% Innovation, 20% Mathematik und 80% Schweiß. Schweißzahn ist ein stolzer Name. Macht euch nicht darüber lustig. Niemals. Könnt ihr ihn nicht einfach abschalten? Oh, daran habe ich auch schon gedacht. Das Problem ist, dass ich daran gedacht habe, nachdem ich den Automatoiden gebaut habe. Also aus geht er wohl nur, wenn man ihn in Stücke haut. Wir kümmern uns darum. Sagt uns einfach, wo er ist. Großartig. Ihr findet den Automatoiden auf der anderen Seite der Stadt. Nur versucht, mit ihm fertig zu werden, bevor er zu viel Ärger verursacht. Wenn ihr ihn gestoppt habt, kommt zu mir zurück und ich werde euch für eure Mühen entlohnen. Okay. Machen wir. Vielleicht. Oh, noch mehr Legionäre. Euer Freund ist bereits in den Gruften. Ja, ein paar von uns sind einfach verrückt danach, in alten Gräbern zu buddeln. Bekommen nie genug davon. Ich glaube, er sagte, sein Name wäre Lukas. Mir war nicht bewusst, dass er nicht alleine unterwegs war. Ich glaube, ich habe noch irgendwo eine Kopie meiner Unterlagen. Unterlagen? Worum geht es hier? Ich bin ein Gelehrter, spezialisiert auf die Geschichte der Legion.
Ich habe Informationen über Artefakte, die der Legion vor 30 Jahren gestohlen wurden. Ich habe Buch geführt über einige Plünderer, die ihre Trophäen mit ins Grab genommen haben. Ich gab Lukas meine Unterlagen darüber, welche Gräber alten Legionsbesitz beinhalten sollten. Hier, das sind die Kopien meiner Unterlagen. Ihr solltet in der Lage sein, sowohl die Artefakte als auch den Legionär zu finden, wenn ihr euch beeilt. Viel Glück! Junge, hier geht's ja rund, ne? So, wir schauen mal hier außen entlang, ob nicht eventuell noch irgendwo was versteckt ist. Hier schon mal nicht. Und was ist eigentlich auf der anderen Seite? Schauen wir. Oh, schade. Bin extra hier entlang gekommen. Was ist jetzt eigentlich hier drin? Ist da irgendwas drin? Machen wir erstmal alle Türen auf. Die Gruft des Heiligen Blutes. Moment mal, welche Quest ist denn das jetzt hier? Ärger in der Gruft. Nehmen wir erstmal die hier. Nehmen wir erstmal die Ärger in der Gruft Quest. Geht ja schon gut los. Sind wir dafür überhaupt schon bereit für die Ärger in der Gruft Quest? Auf alle Fälle speichern wir, nicht dass was passiert. Und los geht's. Ärger in der Gruft. Ich würde denken, dass clevere Diebe eine etwas weniger auffällige Schmuggelware wählen würden, oder? Jedenfalls sehr merkwürdig. Die Automortenteile so rumliegen, ne? So, einfach so. Können wir hier irgendwas machen? Hier kommen wir ja nicht durch, ne? Das ist richtig. Okay. So, dann. Ja, gehen wir mal hier rüber. Oder wir gehen das mal rauf. Warum nur habe ich das Gefühl, dass uns gleich etwas sehr Großes und Gefährliches angreifen wird? Keine Ahnung. Lass mich nochmal. Diebe? Nun, zumindest keine Lescanzi-Hexen mit ihren untoten Vasallen, oder? Ich mach die Katharina eben. Ich glaube, wir werden mit der Katharina weiter rumsträuchen. What? What have we built? Oh, ha! Warte mal hier. Oh, hier sind so große Seitenfahrer. Alter, du bist ein richtiger Leichenfletterer. Toll, der Leichenfletterer. Vor allen Dingen der Sarkophag-Schänder. So, wir können jetzt hier weiter. Und was ist dann hier hinten? Nur so als Gag. Aha. Da brauchen wir erst einen Schlüssel. Und gut, dass wir geschaut haben. Ich hätte mich schwarz geärgert. Wenn wir nicht geschaut hätten. So, hier haben wir alles. Hoffentlich kommen wir hier durch. Ein Mädchen so zu enttäuschen. Mit wem sprichst du denn überhaupt? Noch kommen wir gut klar hier. Aber jetzt, in dem Moment, habe ich es
geschrien. Zack. Gehen wir erst hier rein? Ja, ne? Nett, mein Freund. Was gibt's hier? Ach da. Wollte ich sagen, überhaupt gar nichts. Ah, da gibt's sogar zwei. Was? Ja, wir schauen gleich mal nach. Wir schauen gleich mal nach, was wir Neues haben. Wahrscheinlich nur Müll. Schätze ich. Nur... Nee. Obwohl, so schlecht ist es gar nicht. Hier habe ich gar nichts. Für sie habe ich überhaupt gar nichts. Das ist ja noch viel trauriger, als es sowieso schon ist. Über diese Brücke gelangen wir tiefer in die Gruft, oder? Ist anzunehmen, ich lasse mal runter, oder? Katharina, was sagst du? Schön. Netter Mechanismus. Mal kurz. Alles klar? Alles klar. So, komm mit, Katharina. Wir schauen uns erstmal hier hinten noch ein bisschen um. Das war ein bisschen Quatsch. Was soll ich denn jetzt hingehen? Nein, noch nicht. War ein bisschen lang. Gib's zu. In der Zerstörungswut. Versandschein. Gunther backt diese Waren zu den anderen zwei Lieferungen. Wenn wir Glück haben, finden wir schnell einen Käufer, bevor Schnaus überhaupt bemerkt, dass sie weg sind. Empfänger Schnausladen. Inhalt 3 Spindeln. Fristet. Machen wir schon mal ein. Von was auch immer. Sollten noch ein paar mehr Wolle zurückerhalten, ne? Das wäre echt schön. Wenn wir alle drei hätten. Das wäre, um nicht zu sagen, herzallerliebst. Das sind heroische Gamaschen. Moment, die will ich mir trotzdem mal anschauen. Die heroischen Gamaschen. Nö. Hört sich irgendwie cool an. Ist aber nicht so cool. Hat sich nur cool angehört. Ist aber bei weitem nicht so cool. So, weiter geht's. Hier noch irgendwas? Können wir hier beten? Automatisieren? Hier? Na Mann, die Geschichte wird langsam spannend, oder? Ja. Warte mal, ich muss mal kurz... Moment, ich muss... Hilfe! Ich geh schon wieder raus! Ja, ich geh schon wieder raus! Ich bin ja schon wieder raus! Und noch einen! Haha! Hoho! Huhu! Was soll ich machen? Irgendwas sollte ich doch noch machen. Oh. Irgendwas sollte ich doch noch machen. Aber ich hab's vergessen. Das hier finde ich gut. Geht nicht mehr.
Na, dann machen wir einfach den Spiegelsprung. Ne, den Spiegelsprung mag ich eigentlich nicht. Dann machen wir die kreative Zerstörung. Ist auch nicht schlecht. Immun gegen Leben. Interesting. So, das haben wir, Die Uhrwerkfalle, ja. Nee, wir machen das Barrierefeld weiter. Das finde ich super. Und wo waren wir stehen geblieben? Hier. Genau. So, du... Was willst du? Hier kannst du nichts machen. Hier unten geht's weiter. Vielleicht zu einem Steinschloss. Zorn. Kugelhagel. Natürlich. Was sonst? Ruf der Jagd von mir aus. So, und was haben wir hier? Den Präzision. Dann klappt doch das, was der Vorhang da vorne ist, nämlich zu allem Überfluss ein Speicher. Das finde ich gut. Klitzekleiner Speicher. Haben wir hier noch irgendwas? Zack, Schuck. Und rein mit ihr. So, schauen wir noch mal. Jetzt sagen wir, schauen trotzdem noch mal erst in unsere Ausrüstung, wie es denn weitergeht. Nö, auf keinen Fall. Das ist gar nichts, echt. Das ist wenig. Auf geht's, nächsten Sarkophag geplündert. Drüben noch was? Achso, können wir schon mal nehmen. Huch! Das war ein Speicherpunkt. Wollen wir erst noch mal speichern? Ach nee, kommen wir schon. Irgendwie ein gutes Gefühl. Wahrscheinlich schaffen wir es dann beim Rückweg nicht. Das schafft man nie. Weil ich weiß nur nicht, wie weit ich vorkomme. Hey, so ein Wahnsinns. Dies zu sehen ist absoluten Wahnsinn. Lass mich nicht einfach sterben. Das war meine Gier. Ich habe gedacht, ich bin schnell genug. Schon wieder auf den Beinen. Mein wahrer Gelehrter hat keine Zeit für ein Nickerchen. Gut. So, ich brauche ein bisschen Magie, mein Freund. Braucht Magie. Okay. Ich glaube, ich halte nicht mehr lange durch. Warte, warte. Moment. So macht man das. Das ist Teamwork, oder? Was sagst du?
bist du wieder auf Bein. So, weiter geht's. Sehr schön. Und jetzt holen wir uns den Anführer dieser Bande. So, was dreht sich denn in deinem Ort hier? Moment. Damit so hätten wir das erledigt. Funktioniert das. Ja, wir schauen aber trotzdem mal hier hinten rein, bevor wir dort weitergehen. Nämlich ist hier wieder so ein... Schade, ich habe gedacht, das ist vielleicht so ein Manuskript. Wäre ja auch zu schön gewesen. Warte mal kurz. Ich hab... was. Ja, wie gesagt, ne, ist so ein Manuskript, wäre super gut. Weil wir brauchen nämlich noch drei irgendwie. Ne, noch zwei. Wie wollen wir denn das jemals schaffen? Hier, ne, oder? Schade, hier drauf? Auf keinen Fall. Ja, denn... Schauen wir mal. So, was haben wir denn wieder Neues hier? Oh, nee. Ja, eigentlich schon, aber nee. Nur minus... Aber minus 11 Strafe, was immer das ist. Ich weiß es nicht. Ich sag's ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Sieht alles super aus, ich nehme trotzdem nichts. Oh, plus 13 Angriff. Ich nehme es trotzdem nicht. Ja, ich weiß. Aber das sind so schöne andere Dinge einfach. Na gut. So, jetzt gehen wir natürlich hier rein. Achso, das ist doch meine Liebste. Nicht so, nicht so. So wird das nix. Achso, halt. Das war die falsche Taste. So, was haben wir hier noch? So, was haben wir denn jetzt hier für ein... Was kann ich denn... Und hopp. In einem Schlag. Also, da könnte man ja kaum ins Schwitzen geraten. Das stimmt. Das stimmt. Das sind wir echt gut dabei. Ne, manchmal da geht's richtig schön und manchmal da beißen wir in Sekunden ins Gras. Innerhalb weniger Sekunden. Yeah.
irgendwelche Probleme? Teilt ihr euch gegenseitig? Das kann ich ewig machen. Könnte ich echt ewig machen. Kann ich echt ewig machen, ja. Die haben sich gegenseitig geteilt, oder? Hier ruht Reinald Kassel, Gildenmeister. Der Eisenhändler und Bürgermeister der Stadt etablierte Stonebridge nach der Katerrebellion als freie Republik unter den Meistern. Guten alten Meistern. Wenn es die nicht gäbe, wären wir schon längst weiter. Ja, auf der anderen Seite. Jetzt habe ich ein bisschen den Überblick hier verloren. Ich glaube ja, wir konnten auch hier unten rum. Und ich möchte es trotzdem mal machen. Nicht, dass wir noch irgendwas... Katharina, hau ihn einfach um. So macht man das, Katharina. Moment, die Möbiushand des Zorns. Die Faust des Goldes. Wir gehen trotzdem nochmal durch die Mitte. So, dann haben wir hier unten das, glaube ich, auch erledigt. Ist das nix? Und hier noch was? Nö. Nee, nö. Hier kommen wir her. Und dann können wir hier weiter, ne? Würde ich beinahe mal behaupten. Wir können nochmal hier außen rum. So, jetzt können wir hier rein und hier im Grunde ist egal. So, halt. Oh, hier sind wieder. Na. Versteht die Situation. So, wir machen für heute mal Schluss. Sag ciao, ciao, ciao. Vor diesen ekligen, schwingenden Dingern.